Kann ich das nochmal sehen? Alter Schwede. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin Mausakrobat und zeige euch heute in der Advanced Gameplay Reihe den Tiger 1, die Einführung dazu. Warum das Ganze? Ich habe noch nicht einen 7er jetzt bis jetzt vorgestellt und ich habe ja euch angekündigt, dass ich von 6 bis 10 euch alles präsentiere. Wenn es einen 7er gibt, den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, dann ist das der Tiger 1. Für mich einer der geilsten Panzer überhaupt im Spiel. Ich liebe ihn, oder beziehungsweise ich habe ihn erst lieben gelernt. Ursprünglich war der Tiger 1 mal der Grund, warum ich dieses Spiel überhaupt angefangen habe und habe gnadenlos auf den Tiger 1 gespielt, habe die Panzer, die davor kamen, überhaupt nicht verstanden und den 6er, den VK 3601 sowieso nicht. Und als ich dann zum Tiger 1 gekommen bin mit dem Stockturm, der Stockgun, war ich doch relativ enttäuscht. Und ich habe ehrlich gesagt erst wesentlich später, als ich dann so manch andere Reihe durchgegrindet habe, zum Beispiel die Russen-Heavy-Reihe mit der IS und der IS-3, erst dann, wo ich so ein bisschen dieses Spielverständnis bekommen habe, hat der Panzer angefangen, mir Spaß zu machen. Ich habe ihn die ganze Zeit in der Garage stehen gehabt, einfach weil das der Grund war, überhaupt dieses Spiel anzufangen, und deswegen wollte ich ihn auch gar nicht verkaufen. Hab ihn auch behalten und habe dann nach und nach so erst verstanden, wie man diesen Panzer spielen muss. Und ich sehe so häufig, wenn ich mit meinem Tiger 1 unterwegs bin, andere Leute, die den Tiger 1 einfach unterirdisch bewegen, ganz einfach, weil sie nicht verstanden haben, wie dieser Panzer funktioniert. Ich habe am Anfang auch gedacht, okay, er war im Zweiten Weltkrieg einfach eine Panzermaschine, hatte eine dementsprechend starke Armor. Hier in dem Spiel braucht ihr nicht glauben, dass dieser Panzer sonderlich stark gepanzert ist. Er ist einfach in bestimmten Situationen ein Papppanzer, gerade wenn ihr im 8er oder 9er Gefecht unterwegs seid, die dieser Panzer regelmäßig sieht, dann gibt es eigentlich keinen Spot an diesem Panzer, der nicht durchschlagen werden kann von einem 9er, und die meisten 8er schießen euch auch überall durch, außer jetzt hier vielleicht an der Kanonenblende, aber ansonsten überall hier unten an der Unterwanne, am Turm, sonst, es geht eigentlich alles rein. Selbst 4er und 5er, die auf euch schießen, haben häufig genug die Penetration, um euch deutlichen Schaden zuzufügen. Von daher, über die Armor brauchen wir nicht sprechen. Nichtsdestotrotz ist es, wenn man sich erstmal mit dem Panzer auseinandergesetzt hat, ein wahnsinnig geiler Panzer. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Hier oben fängt das schon an bei der HP-Struktur. Ihr habt 1500 Hitpunkte. Also so viel wie der durchschnittliche 8er Heavy. Und das in einem 7er Panzer. Nur mal so zum Vergleich. Der T29 hat 1150 Hitpunkte. Die IS hat 1250 Hitpunkte und ihr habt einfach nochmal 250 mehr. Von daher ein riesen HP-Pool, den ihr mit ins Gefecht werfen könnt. Ihr habt eine Motorleistung von 700 PS, das reicht immerhin für 40 km/h mit so einem 60 Tonnen schweren Gefährt. Von daher, er ist auch nicht ganz unmobil. Er hat so ein bisschen seine Schwierigkeiten, aus dem Knick zu kommen, aber wenn er dann mal in Bewegung ist, und das werdet ihr auch in den Replays, die ich schon für euch vorbereitet habe, dann sehen, dass man mit dem Tiger 1 auch relativ schnell dahin kommt, wo man kämpfen möchte. Ich habe es gerade schon angesprochen, über die Panzerung brauchen wir nicht reden, die finde ich jetzt hier auch irrelevant, da möchte ich gar nicht so viele Worte zu verlieren. Ihr habt in der Wanne 100 mm, ihr habt rechts und links 80 mm und im Heck habt ihr nicht mal 80 mm, ich glaube, da habt ihr sogar nur 20 oder 30 mm. Von daher komplett zu vernachlässigen, diese Panzerung. Ihr könnt sie auch nicht wirklich anwinkeln, weil sie einfach aufgebaut ist. Wenn man sich das hier mal anguckt, hier gibt es gar keine Winkel. Es ist alles gerade Fläche, hier unten Unterwanne, hier oben die Oberwanne, gerade Fläche, der Turm, alles gerade Fläche. Also für das Spiel eigentlich total irrelevant. Ihr habt auch keinen richtigen Auto-Bounce-Winkel. Es sei denn, ihr stellt den wirklich ganz, ganz krass schräg und ihr habt jemanden mit einer niedrigen Penetration von 140 oder was. Da kann es dann mal passieren, dass hier an der Unterwanne auch was bounce oder hier genau an der Kante. Aber wie gesagt, darauf solltet ihr euch nicht verlassen. Dieser Panzer ist nicht gemacht, um irgendwo vorne im Dodge-Fight zu stehen, im In-Fight, sondern dieser Panzer verlässt sich im überwiegenden Sinne auf seine Kanone, auf die 8.8er. Ihr habt einen Standardschaden von 240 pro Schuss und jetzt kommt das wirklich Atemberaubende an diesem Panzer. Er hat
eine Feuergeschwindigkeit, jetzt meiner hier, von 8,96. Das heißt, dass ihr alle 5,5 Sekunden diese 240 schadenlos werdet. Und dazu kommt noch, ich habe jetzt hier die große Gun drauf. Wie gesagt, ich empfehle keinem mit der Stock-Version zu fahren. Natürlich muss man den dann irgendwann erstmal freigrinden oder man nutzt freie Erfahrung, je nachdem, wie viel man hat davon. Ansonsten müsst ihr halt in den sauren Apfel beißen, den freigrinden. Er ist auch da spielbar, aber er macht da noch lange nicht so viel Spaß. Und wenn ihr dann die große Kanone habt, dann habt ihr hier sogar eine relativ genaue Kanone mit einer Streuung von 0,34 auf 100 Meter, einer Zielerfassung von 2,7. Diese Kanone ist einfach brutal genau. Auch das werdet ihr in meinen Replays sehen, wenn ich ihn dann vorstelle. Ihr könnt sogar aus der Fahrt Ziele treffen. Die Einzielzeit ist deutlich verkraftbar und immer, wenn ihr nachgeladen habt, seid ihr auch wieder eingezielt. Das heißt, ihr könnt diese DPM von diesem Panzer auch tatsächlich an den Mann bringen. Mir fällt da jetzt das 430er ein, der 10er Medium von Russen. Der hat zwar die höchste DPM von allen 10er Medium Panzern, aber der kriegt es nie hin, diese DPM auch tatsächlich aufgrund der ungenauen Kanone an den Mann zu bringen. Der Tiger 1, der kann das, der bringt seine DPM an. Er hat auch eine mit 380 Meter für einen 7er Heavy eine sehr komfortable Sichtweite, wenn ihr euch erinnert. Die IS-3, zeige ich sie euch nochmal, hat als 8er Heavy gerade mal eine Sichtweite von 350. Der Tiger kommt quasi in der Basisausstattung nochmal um 30 Meter weiter. Und wenn ihr dann einigermaßen vernünftig die Crew geskillt habt, dann habt ihr sogar jetzt wie ich in dem Fall hier eine Sichtweite von 418 Meter, das ist allerhand und ich habe noch nicht mal zusätzliche optische Ausrüstung mit verbaut. Das kann man machen in dem Tiger 1 zum Beispiel. Wenn man hier mal ganz kurz drauf geht, ihr könntet hier zum Beispiel entspiegelte Optik einbauen. Ich habe sogar schon Leute gesehen und das ist, finde ich, auch gar nicht so schlimm, die den Panzer mit dem Scherenfernrohr gespielt haben, weil ihr einfach euch irgendwo in Stellung bringen müsst und dann müsst ihr das Feuer eröffnen. Ich habe es schon angesprochen, der Panzer, der wird aus der zweiten oder dritten Reihe gespielt, der wird auf gar keinen Fall ganz vorne gespielt, es sei denn, ihr seid Top-Tier, dann könnt ihr es mal riskieren, aber ansonsten ist das ein Unterstützungs-Heavy im besten Sinne, wie der AMX 45, auch ein 7er Heavy. Der Panzer ist nicht gemacht, um tatsächlich irgendwo seine Panzerung, die er nicht hat, auszuspielen. Ja, Funkweite ist egal. Wie habe ich den Panzer ausgerüstet? Ihr habt es gerade schon gesehen. Ich habe die Lüftung drin, einfach um die Crew-Skills nochmal zu verbessern. Das ist der einzige Panzer, in dem ich tatsächlich ein nasses Munitionslager verbaut habe. Das habe ich schon so lange drin. Als ich den Panzer angefangen habe, habe ich im Forum versucht herauszufinden, wie ich das verhindern kann, dass man ständig, wenn mir hier unten reingeschossen wird oder in die Seite, dass ich ständig Amorak-Treffer habe. Und ich bin eigentlich mit dem nassen Amorak sehr, sehr gut gefahren. Ich hätte zwischendurch vielleicht auch andere Sachen einbauen können. Ich habe das drin gelassen und mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt. Es erhöht die Haltbarkeit von eurem Munitionslager um 50%, also um die Hälfte. Ich finde es eine super Sache. Ich habe es hier eingebaut. Ich kann es eigentlich nur jedem ins Herz legen, weil der Tiger 1 ist doch sehr anfällig für Amorak-Treffer. Auch das werdet ihr noch in meinen Replays zu Genüge sehen, obwohl ich dieses nasse Munitionslager drin habe. Und dann natürlich ein Ansetzer, um nochmal 10 Sekunden auf die Reload-Time oder von der Reload-Time abzuziehen, 10%, um einfach noch schneller zu feuern, weil dieser Panzer es halt einfach kann. Was könnte man noch hier einbauen? Ich habe es schon angesprochen, man könnte jetzt hier noch optische Hilfsmittel einbauen, wie Scherenfernrohr oder entspiegelte Optik. Brauche ich jetzt nicht für meine Spielweise. Den verbesserten Waffen- und Richtantrieb braucht ihr bei der deutschen Kanone auch nicht. Würde es jetzt einen vertikalen Stabilisator geben, dann hätte ich gesagt, ja, den baue ich statt dem nassen Amorak ein. Den gibt es hier aber nicht, den vertikalen Stabilisator für den Tiger 1. Von daher ist das so mein Setup. Von der Munitionsverteilung her, der Panzer kann unheimlich viel Munition mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall 50 AP-Geschosse dabei, weil diese AP-Geschosse, ihr seht, ihr habt schon mit den AP-Geschossen einen Durchschlag von 203. Das reicht auch im 9er-Gefecht noch allemal. Und ich habe nur 12 APCR-Schüsse, weil ganz einfach sich diese APCR für den Panzer nicht so richtig lohnt, weil sie nur eine Steigerung von 34 Durchschlag hat. Wenn man da jetzt mal an den T54 denkt mit seiner Heat-Munition, der über 100 Durchschlag mehr erhält durch die Premium-Munition, da lohnt es sich auf jeden Fall. Hier bei dem Tiger 1,
ich habe ein paar dabei für ganz knifflige Situationen, wo es mal eng wird. Da kommt es vielleicht mal vor, dass ich die lade. Aber ansonsten kommt man eigentlich super mit der AP-Munition aus. Und ja, die HE-Munition habe ich jetzt dabei, weil man sie mitführen kann. Aber grundsätzlich mit 44 Durchschlag und nur 295 Schaden ist es eigentlich verschwendet. Völlig egal, ihr könnt sie mitnehmen, wenn ihr irgendwie leicht gepanzerte Ziele seht. Davon gibt es genug im 5er und 6er Bereich. Da könnt ihr dann hin und wieder mal eine HE laden. Ansonsten fasst der Panzer halt so unfassbar viel Munition, dass ihr eh. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich meinen Tiger 1 leer geschossen habe. Und ich habe schon Matches mit dem gehabt, wo ich weit über 5.000, ich glaube sogar 6.000 Schaden gemacht habe. Und selbst da kommt ihr nicht dahin, dass ihr diese Munition jemals loswerdet. Das hier kennt ihr, die meine Videos häufiger sehen, das kennt ihr schon. Ich habe einen automatischen Feuerlöscher auf jedem von meinen Panzern, die ich nicht mit Premium-Rationen fahre. Und ansonsten ein kleines Rap-Kit, kleines Medikit, ganz einfach aus Geizgründen, weil ich den Panzer auch wie ein Premium-Panzer fahre. Das heißt, ich möchte, wenn ich ihn fahre, auch möglichst viele Credits machen. Und also ich fahre mittlerweile im Durchschnitt 30.000, 40.000 Credits pro Match mit dem Panzer ein. Das ist durchaus machbar und liegt völlig im Bereich des Realistischen, ohne dass ihr jetzt dafür super Matches hinlegen müsst. Ja, das ist so mein Setup. Ich hatte ursprünglich eine richtig gute Crew mit 5 Perks hier drauf. Die habe ich in meinen E100 gegeben, als ich ihn dann irgendwann mal freigespielt hatte. Jetzt habe ich hier von den Missionen, von den Ladies, die 5 Ladies hier draufgepackt, die man so sicher spielen kann. Da habe ich als erstes natürlich hier Eiserne Schwesternschaft heißt das, nee, Stählerne Schwesternschaft heißt das. Das könnt ihr ja leider gar nicht verändern. Macht aber auch nichts, weil die 5% zu den Crew Skills auf jeden Fall bei dem Panzer sich durchaus rentieren, was die Reload Time und auch die Genauigkeit angeht. Dann habe ich natürlich beim Kommandanten wieder sechsten Sinn und danach für alle Heavies sogar eigentlich der erste Skill Reparatur. Wie gesagt, bei den Frauen, da hat man ja sowieso dann 3 Perks. Da habe ich dann Reparatur als zweites genommen. Und dann als drittes hier die Solo-Skills. Bei dem Richtschützen habe ich ruhige Hand. Bei der Fahrerin habe ich Meister am Bremshebel. Für Heavys lohnt sich das immer, Meister am Bremshebel, weil es einfach eure Wendegeschwindigkeit erhöht. Hier habe ich bei dem Funker auf jeden Fall nochmal die Weitsicht mitgeskillt, um meine Sichtweite, weil er halt schon so einen geilen Basiswert mit 380 hat, nochmal zu erhöhen. Und hier habe ich sichere Ladung, einfach weil der Panzer so sehr Ammo-Rack anfällig ist, macht dieser Skill hier beim Kanonier bzw. Ladeschützen auf jeden Fall Sinn. Ja, das ist so mein Setup. Ich würde sagen, mehr Worte muss man zu dem Panzer eigentlich gar nicht verlieren. Alles, was der Panzer so kann, würde ich euch ganz gerne im Gameplay zeigen. Und wenn ihr Fragen zu dem Panzer habt, was man noch so an Ausstattungsvarianten wählen kann, wie man den Panzer am besten bewegt, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Das soll jetzt hier nur mal so ein kurzer Überblick gewesen sein, wie ich den Panzer ausgestattet habe, was für Munition, was so meine Perks sind. Und dann würde ich sagen, lernen wir den Panzer im Gameplay auf jeden Fall richtig kennen. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video einigermaßen weitergeholfen hat. Wenn ihr euch unsicher wart, wie soll ich meinen Tiger 1 ausstatten, wenn ihr mir ein Like da lasst, abonniert auch gerne meinen Channel. Ihr seht's, es kommen 6er Gameplay, es kommt jetzt eine ganze Reihe an Tiger Replays. Wir werden viele Panzer hier noch weiter auf dem Channel bearbeiten. Von daher, ich würde mich über jedes Abo riesig freuen und es hilft mir auch deutlich weiter, mein Projekt noch weiter voranzutreiben. Also, bis dahin.